Und das ist 1 zu viel, wir brauchen nur. Nein. Wir brauchen nur 2. Ja. Und schon haben wir Eisen-3-Oxid. Wieso kann ich es jetzt nicht rausholen? Er hat doch hier das Oxid weggenommen. Ach, ich hab's rausgenommen, okay. Jetzt haben wir hier Eisen-3-Oxid. Und wenn ich dieses Eisen-3-Oxid, das war da. Jetzt haben wir aber kein Kupfer, ne? Nur noch im pulverisierten Kupfer. Ach komm. Wenn wir alles so viel hätten wie Kupfer. So. Ich hau auch schon mal das Bauxit durch. Da ein Kupfer. Und schon haben wir einen Redstone. Aha. Okay. Wobei ich zugeben muss, dass Redstone so zu finden natürlich jetzt wesentlich einfacher ist. Aber es funktioniert. Also man kann auch durch Experimente kann man quasi Sachen sich machen. Genau, wie war denn das mit dem Eisen? Das war, glaub 3 aus Versehen, ne? Und Oxygen waren 4, glaube ich. 2, 3, 4, genau. Magnetite. Ich nehme das mal raus. Und guck mal, was man daraus macht. Auf jeden Fall was Flüssiges kann man daraus machen. Bei Cover Crafting. Naja, sonst nicht viel. Na, das ist schade. Na okay, wir haben es mal gebaut. Meine Güte, was soll's. Wir haben mal experimentiert. So, Eisen, Eisen. Oxid, so. Gut, dann hauen wir die zwei Sachen nämlich da rein. Hier nehmen wir uns mal, okay, das ganze Aluminium raus. Dann legen wir hier mal das Buch rein, beziehungsweise wir suchen uns mal das Aluminium, so. Legen das Buch rein, hauen hier das ganze Aluminium rein. Und dann tauschen wir mal fleißig. Naja, verbraucht ordentlich Strom dabei. Interne Speicher wird jedes Mal leer gesaugt. Auf jeden Fall haben wir schon mal so dann Aluminium. Und vor allem ein bisschen mehr, als wenn wir es hier normal herstellen. Das ist echt interessant. Also manchem, doch, das lohnt sich. Ne? So. Alles verbraucht. Zack. Das Buch legen wir mal lieber wieder hier rein. So. Was mir jetzt noch fehlt, das ist, dass man wirklich, wenn man das Buch hier drin hat, dass man da durchblättern kann und nicht jedes Mal wieder rausnehmen muss. Das würde das Ganze noch ein bisschen vereinfachen. Aber was soll man sich beschweren? So, Aluminium. Ich wollte noch ein bisschen Aluminium Wire machen. Schauen wir nochmal eben. Und zwar von Galactic Craft. Ja, ach, das war mit ganz viel Wolle, war das, genau. Was war das mit viel Wolle, wo wir so viel Wolle brauchen? Jetzt weiß ich, wofür wir damals die Links gemacht haben. Naja, okay, da müssen wir halt nochmal dann Wolle dann besorgen. Nochmal 3 Aluminium. Ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr Wolle, ne? So viel Wolle haben wir jetzt nicht. Na gut, dann kann ich das ja vielleicht mal nebenbei machen. Ist ja jetzt dann auch relativ wurscht. Weil wir brauchen natürlich noch mehr Kabel, um dann den Generator anzuschließen und vielleicht ein Furnace noch zu bauen. Da würde ich jetzt nicht unbedingt hier mit arbeiten wollen, obwohl das ginge auch. Obwohl, nein, weil er braucht ja dann selber Strom. Und was er hier verbrennt, füllt er sich ja nicht automatisch neu auf.
Und da er mit Strom selber nicht arbeitet, sondern nur mit Kohle halt oder mit Lava oder mit einem Upgrade über Solar, wäre das jetzt keine Dauerlösung. Also bauen wir dann einen normalen Furnace, sprich ein, ja, ein Thermal Furnace und benutzen den dafür. So, mittlerweile ist Nacht, wie ich feststelle. Und dann wollte ich nochmal gucken, ob jetzt unsere Hardens schon voll sind. Und wenn ja, ist doof. Ansonsten könnte man vielleicht jetzt sehen, was wir jetzt noch an Strom kriegen. Ne, die erste ist schon voll. Und die wird jetzt einfach nur noch gefüllt. Also wir sehen jetzt nicht wirklich, was wir jetzt an Durchfluss noch haben. Aber es füllt sich einigermaßen okay. Also ich denke, wir können uns nicht beschweren. So. Gut. Ja. So, jetzt würde ich mal ganz gerne gucken, obwohl der Creeper draußen ist. Mal das Schwert in die Hand. Zack. Wir sind einfach schneller. Ob da Bäume wachsen? Nein, die wachsen nicht. Das heißt, er braucht offensichtlich dann doch eher Tageslicht, um so fleißig zu wachsen. Beziehungsweise. Nee, ist noch nichts passiert. Noch nichts passiert. Wir hatten doch mal eine Gießkanne. Haben wir die jetzt hier eingesteckt? Ne, die habe ich bestimmt im Regal stecken. Weil dann, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, ob das hier funktioniert. Hallo, Herr Creeper. Nein, 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 nein. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Da ist unsere Gießkanne. Und nochmal. Hallo. Ich war nicht zu schnell. Scheiße. Mist. Riesenloch reingerissen. Ah. Also durch ihn durchrennen war jetzt keine so gute Idee. Scheiße, 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 scheiße. Vor allem, wie kriege ich jetzt die Hütte dicht? Wenn er die meisten Sachen kaputt gehauen hat. Och Mensch. Das war jetzt sehr intelligent von mir. Zum Glück haben wir hier ein paar Steine zumindest schon mal. Nein. Bloß wir haben jetzt keine Tür mehr. Ach Mensch. Mensch. Ich Depp. Nein. Hätte ich mal lieber gelassen. Das hab ich davon. Krummi. Das ärgert mich jetzt. So, ja. Wir müssen uns mal im Keller gucken, ob da jetzt was runtergefallen ist oder ob er jetzt wirklich alles zerstört hat. Ne, hier liegt nichts rum. Ach Gott. Okay, dann haben wir unsere schöne Pneumatiktür kaputt gemacht. Ich flick jetzt erstmal so. Und baue schnell eine normale Tür. Vorausgesetzt, ich finde jetzt gerade ein bisschen Holz. So. Da kommt schon der nächste rein. Weg, weg, weg. Nein, 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 nein. Ihr habt euch doch verabredet. Schweine. So. Ihr Schweine. Ihr Elenden. Verbrecherschweine. Das muss ich erstmal flicken. Super. Sieht unsere Bude erst recht scheiße aus. Ah, Grummel. Och, Mann, ärgert mich das gerade. Mann, 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 Mann. Hallo Loch. Ach, unsere Lampe hat er auch kaputt gemacht. Frechheit, echt. Was war das?
Production Table. Dekokraft. Hans hat's zerlegt. Nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Nee. Also, bei alle lieber Creeper, aber nee. Den entschieden wir uns wieder. Wir können ja nicht ohne Hans spielen hier. Komm her. So. Hallo Hans. So, gut. Ja. Zum Glück ist hier alles heile geblieben. Wenn er hier explodiert wäre, wäre es schlimmer gewesen als die Ecke. Ach, Mann. Ist das jetzt ärgerlich. Aber wir haben jetzt unseren nötigen Platz hier. Bloß weil ich jetzt mal wieder... Ach, ich ärgere mich gerade selber zu dumm und dusselig. Na gut, das flicke ich dann offscreen alles. Das kriegen wir dann schon hin. Wo habe ich denn jetzt die Blöcke hingetan? Wir waren doch hier bestimmt mit dran, ne? Da. 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 So. Die Gießkanne wollte ich eigentlich nur holen. So. Aber jetzt ist er draußen gerade. Ja, toll. Jetzt muss ich immer die Tür auf und zu machen. Ah. Mensch. So. Hat er jetzt wenigstens gearbeitet? Nein, so. Ich wollte jetzt mal gucken, ob er wirklich vernünftig arbeitet, wenn ich hier mal gieße. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob da jetzt überhaupt was wächst, wenn es Nacht ist. Ach Mann, ist das alles ärgerlich jetzt gerade. Ach ja, der Mond ist gefährlich. Jetzt weiß ich auch, wie es Hans und Franz ergangen sein muss. Weswegen die da so rumoxidieren, oxidieren. Was sie ja nicht tun. Doch, Hans würde jetzt oxidieren. Hat ja jetzt Sauerstoff. Franz ja nicht. Oder umgekehrt. Ach, was weiß ich, wer jetzt wer ist. Die haben ja kein Namensschild um. Naja, okay. Kriegen wir jetzt so nicht gezeigt, weil einfach das Tageslicht fehlt. Obwohl, wenn man jetzt hier Fackeln ansetzt. Vielleicht wachsen die dann doch ein bisschen, wenn es hier Licht ist. Ich versuch's nochmal. Ja, wunderbar. Okay. So, wir sehen, er arbeitet. Und nicht gerade langsam. Saplinge direkt rausgezogen. Müsste gleich ein Meier unten ankommen. Und der Planter müsste den da setzen. Da, zack. Funktioniert. Sehr gut. Ja, gut. Ich denke, das war's dann für diese Aufnahmesession. Ich bedanke. Ja, jetzt wollen sie auf einmal alle gleichzeitig, ne? Jetzt können sie sich nicht entscheiden. Wer zuerst? Tock, 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 tock. Nächstes Holz. Setzlinge wieder weg. Ja. Das Holz würde dann rausgezogen werden, zur Charcoal gemacht werden, in dem Generator verbrannt werden. Und dann hätten wir noch eine weitere Stromquelle. So. Gut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bis hier. Ich werde das hier alles flicken. Ich glaube, das hier werde ich mit euch zusammen flicken, weil ich glaube, diese Tür zu bauen ist eigentlich nicht ganz günstig. Hier kann ich mal ganz schnell nochmal schauen. ich weiß gerade nicht genau, wie die heißt, deswegen gebe ich mal Galactic ein. Das war hier genau dieser Airlock-Controller und diese Airlock-Frames. Compressed Aluminium, Compressed Stahl, dann Oxygen-Konnektalalorlalit, okay. Und ich glaube, der ist dann noch ein bisschen... Haha, okay. ja.
Okay. Also da werden wir ein bisschen was zu tun haben, den zu bauen. Aber das kriegen wir auch hin. Meine Güte. Was sollen wir uns anstrengen? Das mache ich dann mit euch, damit ihr das gesehen habt. Und ansonsten, ja, denke ich, dadurch, dass jetzt hier eh die Lücke geklafft ist, baue ich dann offscreen einfach mal das Lager ein bisschen um, dass das alles ein bisschen hübscher aussieht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Protoss. Hans? Ja, Franz? Er ist weg, du kannst reinkommen. Okay. Brrr. Ich fühle mich wie explodiert und wieder notdürftig zusammengeflickt. Och Mann, es wird Zeit, dass er verschwindet. Ich mag nicht mehr da draußen einfach so rumliegen. Ja schon, aber... Was aber? Geben wir ihm doch einfach unsere Rakete. Bist du des Wahnsinns? So wie er uns behandelt, ihm noch helfen? Na, wie lang ist er schon hier? Bestimmt 30 Folgen. Und nicht einmal hat er daran gedacht, uns anständig zu beerdigen. Nee, nee, der soll mal schön leiden und sehen, wie er zurechtkommt. Achtung, er kommt. Ach Mist!